Hallo und schön, dass du da bist zur Krebslegung für den Mai 2024. Ich schaue gleich rein und zwar mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden Mai. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir schauen wie immer hauptsächlich auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir hier zeigen möchten. So, bitte für meine lieben Krebse, was möchte sich denn hier und jetzt alles zeigen? Drei der Schwerter, zwei Münzen. Jemand hat dich verletzt, ist noch nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her, mir kommt das relativ frisch rein. Also frisch, damit meine ich die letzten paar Wochen, Monate, vielleicht sogar Tage, aber nicht jetzt Jahre. Vielleicht im vergangenen Monat, vergangene 2 Monate, aber länger sehe ich ja eher nicht. Es hat dich jemand verletzt. Irgendetwas hat dir wehgetan. Ja, das muss auch gar nicht absichtlich gewesen sein. Unbewusst sozusagen. Okay, mit Worten, vermutlich mit Worten oder mit irgendeiner Kommunikation, ja, mit irgendeiner Nachricht, etwas hat dich hier verletzt. Zwei der Münzen, lieber Krebs. Okay. Es geht jetzt darum, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, wahrscheinlich bezüglich dieses Menschen oder wie es hier jetzt vorwärts geht. Abzuwägen. Ich glaube auch abzuwägen, wie viele Verletzungen stehen denn gegen positive Dinge, positive Eigenschaften, die dieser Mensch in mein Leben bringt. Ja, eine Beziehung geht dann nur langfristig gut, wenn mehr positive Dinge als negative von diesem Menschen kommen. Ja, wenn du jetzt siehst, da sind 5 positive Dinge, die mir jeden Tag auffallen und vielleicht eine negative Sache, dann bleibt die Beziehung auf jeden Fall bestehen. Wenn es aber so ist, das sind 5 negative Dinge am Tag, die mich extrem stören und aufregen und eine positive, dann ja, ist langfristig, wenn es einmal passiert, ist ja okay, aber nicht, wenn das jetzt der Dauerzustand ist. Ja, dann ist das schwierig. Okay. Wollte ich nur mal gesagt haben. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin hier. Okay. Du triffst hier definitiv nicht vorschnell eine Entscheidung. Du wägst hier wirklich ab. Du hörst auch auf dein Inneres, auf dein Höheres. Du hörst hier auf dein Herz, du hörst hier auf dein höheres Selbst, auf das Göttliche, auf das Universum, was denn hier in diesem Fall jetzt gut wäre, wie du dich hier entscheiden sollst. Schauen wir einfach weiter. Ja, vielleicht schaust du dir auch eben aus diesem Grund diese Kartenlegung an, weil du vielleicht gar nicht weißt, wie du jetzt weitergehen sollst. Sechs der Stäbe steht für Erfolg. Steht für Erfolg, Sieg, viel entweder. Ja, hier gibt es jetzt 2 Szenarien. Du lässt das hinter dir und fokussierst dich wieder auf deinen Erfolg. Ja. Sollte diese Sache um ein Kennenlernen, um ein Dating gehen, ja, eine neue Person, die du kennengelernt hattest und die dich enttäuscht hat, die dich verletzt hat, dann machst du einfach wieder weiter. Dann lässt du das hinter dir und machst weiter. Sollte dir diese Person näher stehen, belässt du das Ganze, triffst noch keine Entscheidung und fokussierst dich auf dich. Du fokussierst dich auf dich, auf deinen Erfolg, auf dein Aussehen, auf deine Ausstrahlung. Du sagst, ich bin die Nummer eins. Ich bin die Nummer eins für mich und wenn ich mich auf mich fokussiere, auf meine Ausstrahlung, wie gebe ich mich mit anderen, dann weiß ich selbst kann mich nicht enttäuschen. Ich selbst kann alles für mich geben, für mich und meinen Erfolg. Ich hoffe, das kann man so nachvollziehen. Es
Ja, du stellst dich selbst in den Mittelpunkt. Und das ist ja nicht negativ, ich sehe kein Ego-Getue. Naja, na, nicht naja, aber du möchtest dich nicht mit dieser Verletzung beschäftigen. Doch, du wirst es. Du wirst es. Mit dem Eremit beschäftigst du dich damit und mit deinem Inneren. Ja, da beschäftigst du dich. Aber ich sehe hier eine Stärke, die daraus hervorgeht. Eine Stärke, die du daraus hervorziehst. Zu sagen, hey, auch wenn dieser Mensch, ich nehme jetzt ein Beispiel, ja, wenn dieser Mensch mich hier schlecht behandelt hat oder schlimme Wörter zu mir gesagt hat, mich verletzt hat, dann sagt das doch absolut gar nichts über mich, meine Persönlichkeit aus. Weil ich sage jetzt mal so, ernsthafte und positive Kritik ist ja nicht verletzend. Ja, ist ja absolut nicht verletzend. Da geht es ja hier schon um etwas, ja, um wirklich etwas Verletzendes. Sechste Stäbe. Hier ist wichtig für dich, dass du hier schaust, das hat eigentlich weniger mit mir zu tun als mit diesem Menschen. Ja, vielleicht hat dir auch ein Mensch irgendetwas über dich herum erzählt, was auch immer, ja, was dich verletzt hat. Das sagt doch mehr aus über diesen Menschen als über dich. Ja, wenn jemand schlecht spricht über andere, ja, dann sagt das mehr über diesen Menschen aus, dass man diesen Menschen vielleicht nicht alles anvertrauen sollte, beziehungsweise was auch immer hier geschehen ist, ja. Das sagt mehr über den Menschen als über dich aus. Bleib du selbst, schau, dass du ein guter Mensch bleibst, schau, dass du dich auf dich fokussierst, auf dein Äußeres, auf deine Ausstrahlung, wie du sprichst, auf und schaffe hier im Inneren Klarheit. Und ich glaube, das tust du hier. Du nimmst dir etwas nicht mehr für voll, ja, du nimmst dir etwas nicht mehr so ernst. Entweder eine bestimmte Person oder grundsätzlich andere Menschen. Die Liebenden, wunderbar, wunderbar. Lieber Krebs, das ist genau die richtige Strategie, die du hier fährst. Ja, dich nicht abhängig zu machen, was andere Leute denken, sagen, sondern für dich selbst einzustehen. Tu dir etwas Gutes. Tu dir etwas Gutes mit den sechsten Stäben. Gönn dir irgendetwas. Und du wirst sehen, die Liebe, die wird von ganz alleine kommen. Wenn du hier bestimmte Dinge nicht mehr so ernst nimmst. Es könnte auch sein, dass du hier vielleicht war das auch ein Scherz oder ein schlechter Scherz, ja, nicht mehr so dünnhäutig zu sein. Hier ein bisschen zu sagen, okay, passt schon, ja. Eine komische Bemerkung über die Figur oder was weiß ich, ja, was eigentlich als Scherz gemeint sein sollte, du hier aber sehr ernst genommen hast und eigentlich sehr verletzend war, aber du stehst hier drüber. Ich glaube, du stehst hier drüber, du triffst hier keine Entscheidung. Jetzt sieht man schon genauer, ja, dieser Ablauf. Du wirst hier keine Entscheidung fällen. Du wirst schon abwägen am Anfang, aber du wirst dich mehr wieder auf dich fokussieren und sagen, okay, vielleicht hat dieser Mensch Probleme mit sich selbst und deshalb muss er Witze über andere machen. Beispiel jetzt, ja. Oder ein anderes Thema, ja. Oder er meldet sich nicht mehr oder sie meldet sich nicht mehr und hat mich hier irgendwo sitzen gelassen. Keine Ahnung, ja, was genau bei dir passiert ist. Die sind wichtig, ja, dieser Mensch hat Probleme, weil sonst hättet ihr einfach absagen können und fertig. Ja, das wäre ein normales Verhalten, eine normale Kommunikation. Und ich glaube, du vergibst hier dem Ganzen. Falls das dein Partner ist, vergibst du dem Ganzen und merkst in dir, dass du vielleicht auch ein bisschen gereizt warst oder du warst hier sehr dünnhäutig und hast das alles sehr ernst genommen. Und das wirst du hier jetzt in Zukunft leichter nehmen. Du wirst dir eine Person nicht mehr so ernst nehmen, ja, jedes einzelne Wort hier auf die Waagschale zu legen. Das machst du nicht mehr. Dir ist wichtig, was du über dich denkst, wie du dich um dich selbst kümmerst. Und wenn eine andere Person,
Ich eben denke, dass man hier noch gewisse Sprüche lassen muss oder eben gar keine Kommunikation plötzlich, dann ist das sein oder ihr Problem und nicht deins. Das ist nicht deins. Wenn du zum Beispiel schon grundsätzlich, ich nehme jetzt das Beispiel mit der Figur, weil wir das vorher hatten, grundsätzlich dich ein bisschen unwohl fühlst in deiner Figur, das zieht natürlich solche Kommentare dann auch an. Ja, nimm das nicht zu ernst, nimm das eher als Ansporn, um zu sagen, okay, ich fühle mich ja in meiner Haut nicht ganz wohl, drum verletzt mich das auch. Ja, aber der Start liegt ja bei dir. Also musst du dann denken, was kann ich für mich selbst tun? Und ohne dass mich das in Zukunft stört. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du abnehmen musst oder trainieren musst oder sonstiges. Es kann einfach für dich sein, dass du hier Frieden schließt mit dir und deinem Körper. Dass du sagst, hey, mein Körper ist funktional, ich kann alles machen und tun, ich bin kräftig genug, ich kann spazieren, wandern, laufen, was auch immer. Und ich bin zufrieden mit meinem Körper und mein Körper ist okay, so wie er ist. Das kann ja auch sein. Oder du sagst dir, ja, ich mache jetzt hier Sport, ich nehme jetzt hier ab. Das kann auch eine Motivation sein. Wichtig ist, dass du hier Frieden für dich schaffst. Und nicht mehr den anderen die Schuld gibst. Ja, weil der andere ist nicht schuld, dass du vielleicht nicht zufrieden bist mit etwas. Ja, das sind so. Aber das schaffst du, das machst du hier. Das sehe ich in den Karten, dass du das so tust. Ich erkläre es euch nur anhand dieses Beispiels. Es kann ja auch sein, dass du beruflich zum Beispiel unzufrieden bist oder du dich selbst verwirklichen möchtest und deshalb hier auf Kommentare reagierst, zum Beispiel von anderen. Ja. Wann arbeitest du wieder, etc. oder keine Ahnung. Ja. Ganz egal in welchem Bereich, wenn du emotional reagierst auf Dinge von anderen, dann liegt die Ursache meist bei dir. Das andere Thema liegt bei ihnen. Das kann dir egal sein. Aber wenn es dich triggert, dann ist da schon was in dir. Und das erkennst du hier auch, den Zusammenhang. Gut, die liebenden Page der Stäbe. Du sagst, mir ist die Liebe wichtiger als Streit, Frieden ist mir wichtiger als Krieg. Machen wir das, was wir haben, mit Leichtigkeit weiter. Entwickeln wir unsere Liebe mit Leichtigkeit, mit gewissen Gesten, mit gewissen Taten. Ja, hier geht es auch um kleine Gesten, ja, ein liebevolles Guten Morgen am Morgen, ein Kuss beim Schlafen gehen, was auch immer, ja, eine nette Geste. Das sind Kleinigkeiten, die aber im Großen und Ganzen sehr, sehr wichtig sind. Habe ich das hier in der Legung vorher erklärt, ja, mit dem 5 zu 1. 5 positive. Also jetzt nur ein Beispiel, 5 oder kann auch 10 oder 20 positive Dinge sein, die du am anderen erkennst, anstatt ein negatives dann, da muss man dann abwägen und sagen, okay, über das kann ich darüber hinwegblicken, ja? Okay, das ist wirklich ein gutes Miteinander. Das ist wirklich ein gutes Miteinander, wo man auch mal über negative Seiten mal drüber hinwegblickt. Wenn natürlich die positiven stimmen. Und genauso umgekehrt, ja, bei dir selbst, bei deinem Körper, bei deinem Verhalten. Es ist ja nicht jeder perfekt, ja. Es ist überhaupt niemand perfekt. Es ist kein Körper perfekt, es ist kein Verhalten perfekt. Und auch bei dir nicht, bei mir nicht, bei niemandem. Und das eben auch nicht von anderen zu erwarten, sondern wirklich zu schauen, okay, die meiste Zeit habe ich ja eine sehr positive Zeit mit diesen Menschen, verbringe ich eine sehr positive Zeit. Und über das eine Thema, da kann ich jetzt drüber hinwegschauen und das in Zukunft vielleicht nicht mehr zu ernst nehmen. Okay, wunderschön. Wunderschön ist ganz, ganz wichtig für ein harmonisches Miteinander. Ja, ganz, ganz wundervoll. König der Schwerter. Es kann natürlich hier bei vielen nicht nur um den Partner gehen, sondern auch um einen Freund, der dich hier verletzt hat, um ein Familienmitglied. Ja, dass man hier einfach, anstatt hier alles abzubrechen. Nein, dass man hier einfach mal sagt, okay,
Ist okay. Und man kann ja dann auch, wenn man es nicht mehr eingebunden ist und man fühlt sich danach noch so, als möchte man gern drüber reden mit dem anderen, dann kann man diese Angelegenheit viel leichter ansprechen und der andere wird sich nicht angegriffen fühlen. Warum? Weil du schon Frieden geschlossen hast damit. Ja, und dann ganz einfach in Ruhe darüber reden, hey du, das letztens hat mich echt verletzt und was weiß ich, ja, ganz neutral darüber zu sprechen. Das sehe ich beim König der Schwerter, diese Klarheit, die du hast, einfach auch den Moment zu ergreifen, mal darüber zu sprechen, obwohl du schon Frieden geschlossen hast. Einfach zu sagen, du, das hat mich letztens doch ganz schön verletzt, was du gesagt hast und wie hast du das eigentlich wirklich gemeint? Kann man auch nachfragen, ja? Und das geht eben nicht, wenn man noch nicht abgeschlossen hat, wenn man es noch nicht losgelassen hat, wenn man noch nicht Frieden damit geschlossen hat. Weil dann fühlt man sich selbst noch immer angegriffen und greift dann automatisch im Gespräch den anderen an. Das ist ganz wichtig, bevor du hier ein Gespräch eingehst, selbst für dich in Ruhe damit abzuschließen und sagen, hey, warum triggert mich das eigentlich? Warum ist es für mich gerade so, ja, warum fühle ich mich so angegriffen? Warum bin ich bei diesem Thema so angreifbar? Okay? Dafür kann nämlich der andere nichts. Ja? Der könnte das Gleiche zu jemand anderem sagen und dem wäre das völlig egal. Okay, schau mal tiefer rein in Witches Tarot. Neun der Kelche. Ja, jemand hat deine Gefühle hier verletzt. Jemand hat deine Gefühle hier angegriffen. Gut. Gut. Also es geht hier nicht um irgendwelche Handgreiflichkeiten oder Gewalt. Es geht hier um Gefühle. Gefühle wurden hier verletzt. Fünf der Schwerter. Ja. Du lässt dir diese Kampfsituation, diese Streitsituation, du nimmst sie wahr. Du gleichst sie ab mit deinem höheren Selbst, mit dem Göttlichen, mit dem Universum. Du gleichst es ab. Vielleicht gibst du auch die Sache weiter. Ja, zum Beispiel bei den Christen kann man ja die Sorgen einfach Gott übergeben. Ja, vielleicht gibst du deine Sorgen einfach dem Universum und sagst, bitte kümmere dich darum. Oder Gott, bitte kümmere dich um dieses Problem, hilf mir. Ja? Ich sehe so, wie du das abgibst, diesen Streit, wie du den abgibst, wie du nicht zurückkämpfst und dich verteidigst und wieder in Angriff gehst, sondern wie du das Ganze bereinigst, indem du es abgibst, indem du es loslässt. Sechs der Stäbe. Sechs der Stäbe, drei der Stäbe. Ja, Verdoppelung, Optimismus. Und indem du das hier loslässt, bist du sofort wieder im Modus des Optimismus, der Freude, der Leichtigkeit, tolle Ausstrahlung, fühlst dich hier als Sieger. Du fühlst dich als Sieger, du gehst ja auch als Sieger hervor. Weil was wäre normal? Der eine greift an, der andere schlägt zurück. Der eine greift an, der andere schlägt zurück. Und dann geht das immer hin und her, jeder fühlt sich angegriffen und ja, bis Kontaktabbruch, Krieg, Kampf, was auch immer. Und du fühlst dich ja schon alleine deshalb, weil du diesen Streit losgelassen hast und du weißt, du hast hier einen Streit beendet, losgelassen. Der kann jetzt nicht mehr weitergeführt werden von der anderen Person. Warum? Weil du ihn schon losgelassen hast. Und das hier ist der wahre Sieg. Das bedeutet hier auch Frieden für dich, für deine Zukunft. Du kannst dich wieder auf deine Zukunft fokussieren. Du kannst dich wieder auf deine Dinge fokussieren, auf deine Hobbys, auf deine Selbstständigkeit, auf deine Arbeit, auf dein Äußeres. Was auch immer, du bist hier wieder im Modus. Ganz klar, du hast Frieden für dich hier abgeschlossen und weil du das loslässt. Wie es der anderen Person noch geht, das ist nicht deine Sache. Der Einsiedler. Ritter der Kelche. Es kann hier einerseits natürlich sein, dass du jetzt wieder, dadurch, dass du wieder zu dir gefunden hast, wirklich, das ist eine kurze Sache. Ich habe es am Anfang schon gemerkt, da geht es um etwas, ja, nicht, ja, Kleines. Das ist nicht jetzt etwas, was vor 2, 3 Jahren war. Das war erst jetzt vor ein paar Tagen, Wochen, ein, 2 Monate vielleicht.
Das bereinigst du hier sehr schnell. Der Einsiedler, der Ritter der Kelche. Vielleicht fühlst du in deinem Innern, dass du wieder auf die andere Person zugehst. Vielleicht spürt aber auch die andere Person, dass sie wieder auf dich zugehen sollte. Aber ich vermute, bei den meisten wirst du es sein, der jetzt hier wieder den Kelch in die Hand nimmt und nicht das Schwert und dem anderen wieder mit Wohlwollen begegnet, ja, wieder eine Verbindung herstellt. Ich sehe das fast bei dir, ja. Wenn ich das Ganze hier so betrachte, sehe ich fast bei dir, dass du hier wieder auf jemanden zugehst. Karma. Karma, die Liebe. Ich möchte noch sagen, hier geht es aber nicht um einen Kreislauf, ja, wo sich jemand ein, zwei Wochen dann nicht mehr meldet und dann, wenn man wieder Lust hat, meldet man sich wieder. Oder was weiß ich. Hier geht es schon darum, dieses Prinzip, okay, dass die meiste Zeit kommen positive Dinge von diesem Menschen. Ja? Dieser Mensch bereichert mein Leben sozusagen, nur weil mal jetzt ein Negatives passiert ist, Schwamm drüber. Schwamm drüber, okay? Dieser Schwamm drüber, das haben wir leider in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Jeder ist sehr angreifbar oder verletzlich geworden. Ja, das müssen wir jetzt wieder finden. Dieses Schwamm drüber, grundsätzlich passt unsere Beziehung, unsere Verbindung und okay. Karma, die Gerichtskarte und die Liebenden. Eine Erkenntnis, dass das Liebe ist. Grundsätzlich. Du wirst hier spüren im Mai, was wahre Liebe ist. Du wirst hier spüren, das ist wahre Liebe. Auch mal zu vergeben, wenn es nicht passt. Wenn mal was negativ läuft. Ja, mal etwas nicht so, wie ich es will. Das ist wahre Liebe. Ja, ich sehe die Erkenntnis. Okay, Vergebung. Vergebung. Wow, liebe Vergebung hier. So, Page der Stäbe auf Page der Stäbe. Ich glaube, beide seid ihr hier bereit, aufeinander zuzugehen. Das Rad des Schicksals will ich hier schon raus und das Ass der Stäbe. Ich zeige es euch nur, ich ziehe noch eine Karte. Rad des Schicksals, Page der Stäbe. Diese Erkenntnis eröffnet euch einen ganz neuen Weg. Einen ganz neuen Weg, hier miteinander umzugehen. Wie schon gesagt, es könnte auch in der Familie, in einer Freundschaft hier sein. Das hilft euch, diese Erkenntnis mit der Vergebung hilft euch immens im Umgang mit anderen, im Umgang mit euren Mitmenschen. Ihr werdet sehen, dass von anderen auch etwas zurückkommt. Ja? Und für die ist dieser Weg auch neu. Ja? Für euch ist der Weg neu und jeder tastet sich hier nach vor. Jeder tastet sich hier Schritt für Schritt nach vor. Sehr gut. Der Konflikt ist aufgelöst. Der Konflikt ist aufgelöst. Ein Problem ist zu sagen, wurde gelöst. Da schau her, nochmal die Liebenden. Liebenden hier auf den König der Schwerter. Ja, ihr seid hier definitiv bereit, mit dem Verstand über gewisse Dinge darüber zu stehen, das auch zu verstehen. Ja, man kann dann hier auch miteinander sprechen, einen neuen Versuch starten. Die Liebe, das Miteinander höher zu stellen als gewisse andere Aspekte. Ja? Es ist doch schöner, gemeinsam durchs Leben zu schreiten, als hier jetzt sich den Kontakt abzubrechen etc. Ja? Wieder zusammenfinden sehe ich hier. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, was durch dich ausgelöst wird, weil du den Konflikt loslässt. Ein sehr schönes Zueinander finden. Ja, sehr, sehr schön. Man findet hier wieder zueinander. Beide bemühen sich auch, obwohl du den ersten Schritt hier gegangen bist, werden sich hier am Ende beide für das Miteinander hier bemühen, für die Liebe.
Sehr, sehr schön. So, wir legen gleich tiefer rein und zwar mit dem Rider-Waite-Tarot. Und ich ziehe auch noch eine Herz- bzw. eine Glücksbotschaft für dich. Das Ganze siehst du in der weiterführenden Legung im VIP-Mitgliederbereich hier auf YouTube. Ab Stufe 2 sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar. Schau dir auch gerne den Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, einen ganz, ganz wundervollen Mai und bis zum nächsten Mal. Tschüss!